Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir den Supermarkt seit der Vergrößerung von außen noch gar nicht angeschaut habe. So sieht der jetzt aus. Und ich weiß, ich wollte auch noch die Stadt mit euch angucken. Deswegen gehen wir mal kurz eine Runde. Ich flitze, ich eile mich, dass wir dann gleich den Laden aufmachen können. Aber ich meine, wir können hier, glaube ich, eh nichts anderes machen. Können nur ein bisschen gucken. Oh, der Laden hier, Woodhouse Spa Center, hat auf jeden Fall der hat mehrere Läden. Hier im Viertel. Sehr viele Läden hat er hier. Nee, so groß ist die Stadt gar nicht. Schade, ich hätte gedacht, vielleicht gibt es hier irgendwo ein Easter Egg oder so. Ich finde jetzt gerade erstmal nichts. Okay. Ja, dann. Sind wir hier wieder zurück. Und dann können wir jetzt nämlich auch reingehen und den Tag starten. Ich meine, wir hatten alles erledigt. Es ist aufgefüllt. Wir haben ein bisschen was am Lager. So, und ich habe gerade in den Patch Notes gelesen, dass ich das Ding hier tatsächlich verkaufen kann. Für die Hälfte des Preises. Naja, gut. Das heißt nix. So. Die Kundschaft darf kommen. Perfekt. Hat diesmal nicht mal eine Stunde gedauert. Wasser habe ich natürlich nicht auf Lager. Das müssten wir dann nachbestellen, wenn es zur Neige geht. Die Dame kauft aber ganz schön viel da, die jetzt zur Kasse kommt. Noch ist alles entspannt. Regale sind noch voll. So, das ist zu teuer. Lass gleich mal ein paar Cent günstiger. Kann ich das überhaupt mitten am Tag? Nee. Warum ist das zu teuer? Ich habe teilweise noch viel mehr als 20 Cent aufgeschlagen. Oh, war das? Das war gar nicht die richtige. Jetzt verkaufe ich das zu günstig. Turkosoda ist, glaube ich, Cola. Stopp. Hier ist der Preis. Ja. 17,50.
Man kann übrigens wohl den Betrag von der Geldkarte. Ja. Ja, okay, das ist richtig. Das ist ein bisschen erst 20 Cent drüber. Man kann den Betrag, wenn die Leute mit Karte zahlen, auch mit der Tastatur eintippeln. Da habe ich aber immer das Problem, dass mein Mikroarm im Weg ist. Deswegen mache ich das hier mit der Maus weiterhin. Ich wollte gerade nachfüllen, wenn es denn schon was nachzufüllen gibt. Geht eigentlich noch. Okay. Bin tatsächlich froh darüber, die Entscheidung getroffen zu haben, wirklich zwei Regalbretter pro Produkt zu machen. Sonst müsste ich, glaube ich, sehr oft die Regale nachfüllen. Vielen Dank. Säfte könnte ich auch mal auffüllen. Apfelsaft sieht schon gut leer aus. In meinem Laden müssen die Leute wirklich nicht lange auf die Kassiererin warten. Also was ich manchmal im echten Leben warten muss, bis mal jemand die Kasse wieder besetzt. Oder Zucker könnten wir mal nachfüllen. Immerhin kann man nicht falsch Wechselgeld rausgeben, anscheinend. Weil als ich gerade null Wechselgeld geben wollte, kam irgendeine Meldung, dass es falsch ist. Oh, ich hatte doch noch Wasser. Ups. Naja. So schlimm. Verliere hier nämlich echt den Überblick mit meinem Lager. Können wir eigentlich in meinem Laden auch die Aufrunden-Bitte-Aktion einführen? Oder ist das nicht möglich? Gott, Müsli ist gleich alle. Ich glaube. Jetzt ist eh gleich Feierabend. Thank you.
O-Saft schon wieder. Die Säfte gehen gut. So, jetzt ist aber Schluss hier. Okay. Dann können wir schon wieder auffüllen. Ah, das stelle ich erstmal hier hin, wenn es geht. Damit wir die vollen Kisten wieder drunter stapeln können. Bei den Colas muss ich, glaube ich, erstmal nichts nachbestellen. Von den Säften und von der Soda vielleicht jeweils eins. Wasser. Ach, das ist Milch. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, dass das Wasser ist. Aber das ist Milch. Ups. Sieht für mich aus wie Wasser. Gut. Getränke sind schon mal im Warenkorb. Jetzt füllen wir hier weiter auf. Salz. Salz bestellen wir einmal nach. Erdnuss oder Haselnuss oder was das hier war, brauchen wir nicht. Okay, Salz einmal, Toast zweimal. Blaues Mehl einmal. Müsli. Achso, kann bloß noch eins. Achso. Okay, Müsli müssen wir morgen noch eine Packung dazu packen. Starten wir erstmal den nächsten Tag. Spaghetti. Oh, das sind jetzt nur noch 6,60. Also, jetzt bestellen wir das. Müssen noch einmal Müsli. So. Dann würde ich sagen, einmal Spaghetti. Achso, hier war ja noch eine Packung Toast. Naja, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Toast da. Wird ja nicht schlecht. Wird zumindest nicht. Einmal rotes Mehl.
Einmal gelbes Öl. Das Grüne, da. Oh, ich muss noch Rechnungen bezahlen. Grünes Öl. Einmal. Nudeln. Zweimal. Eis lasse ich erstmal. So, dann brauchen wir noch Puderzucker. Zweimal. Ich glaube, die Getränke habe ich noch nicht bestellt. Ich verwirre mich selber mit meinem Bestellsystem, weil ich das jeden Tag irgendwie anders mache. Man merkt halt, ich bin noch nicht so lange im Geschäft. Einfach Slalom. Bin mir sicher, jeder räumt sein Lager so um. So organisiert und aufgeräumt. Vielleicht geht das ja tatsächlich mit einem Lager irgendwie schneller. Dass ich das dann irgendwie automatisch so. Wohl, glaube ich nicht, oder? Da geht ja ein Riesenteil vom Spiel verloren. Wenn man das irgendwie nicht mehr selber einräumen muss. Wir können ja dann auch noch mal gucken, was noch eine weitere Produktlizenz kostet. Und was für Produkte wir dann haben könnten. Ja, Milch, aka Wasser.
anscheinend doch schon Tränke gekauft. Dann habe ich ja gerade gar nichts gesagt. So. Jetzt. Es scheint Apfel zu sein. Bei dem anderen erkenne ich noch ein bisschen Orange. Aufräumen. Ja, wollte gerade sagen, habe ich jetzt wieder gar keinen Puderzucker mitbestellt? Ich würde es mir ja zutrauen. So ist es nicht. Ich habe sowieso das Gefühl, schon wieder hier irgendwas vergessen zu haben. Mein Lagerlied sieht so aus. Aber ich habe genügend Stapel. Also ich hab anscheinend von allem was da im Lager. Und so ist er wieder aufgeräumt. So, jetzt haben wir noch unsere Rechnungen. Wobei es ja hieß, die zahlt es irgendwann eh von selbst. Jetzt müssen wir schon 35 Dollar Miete zahlen. Nee, warte. Sowas haben wir noch gar nicht in unserem Laden. Bei den beiden Lizenzen befürchte ich ja, dass wir wieder Kühlschränke brauchen. Wir nehmen dann das. Supermarkt Level 12 dauert ja nicht mehr lang. Ich meine, hier werden wir auch Kühlschränke brauchen. Aber ich glaube, das fände ich ganz cool. Okay, wir spielen jetzt noch den Tag. Dann geht die Folge wahrscheinlich wieder ein paar Minuten länger. Aber sonst habt ihr ja die Folge gar nichts gesehen. Da ist ja sonst einfach gar nichts passiert. Das ist auch doof. So. Oder wir kaufen dann erstmal das Lager. Ich glaube, ich kaufe dann erstmal das Lager. Wir gucken uns mal das Lager an. Gegebenenfalls ist das ja dann auch eine Tür zum Lager. Da muss man nicht. Naja, aber hier ist keine Tür drin. Naja, mal gucken. Aber dann brauchen wir, glaube ich, auch diese Lagerregale, ne? Diese hier. Denke ich. Wir gucken einfach mal. Ich würde nämlich eigentlich, wenn ich es, ne, für mich allein spielen würde, würde ich es ein bisschen langsamer spielen. Dann würde ich gucken, dass ich ordentlich Geld auf dem Konto habe erstmal. Aber ich will ja, dass ihr auch was seht. Das Ding ist, ich glaube, wenn wir ein Lager haben, kostet das halt auch noch mal Miete. Mal schauen. Also es kann sein, dass wir vielleicht noch einen weiteren Tag dann hier so spielen müssen, bevor ich mir das Lager hole. Ich weiß nicht, wie seid ihr denn bei so Simulatoren? Seid ihr eher so auf Sicherheit spielen oder voll Risiko? Auf die Gefahr hin, dass es einfach schief geht?
Wie sieht's aus? Ah, geht noch, der Rest. Kommen Sie ran, junge Dame. Wie am Fließband läuft das hier. Habe ich einfach auf die 25 geklickt und war direkt verwirrt, was ich dann weiter tun muss. Hier noch was drin? Nee. $21 für zweimal Milch. Das ist ja ein Laden. Wobei, das waren ja 12 Liter wahrscheinlich. Oh, es wird dunkel. Zweiundvierzig. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch reicht oder ob ich tatsächlich noch mal ein bisschen nachfülle, die Regale. Was kauft ihr denn alle gerade so? Nudeln zum Abendbrot? Der Kopf aus der Kiste kam. Das sah schon ein bisschen witzig aus gerade. Ich glaube, ich muss jetzt nichts mehr nachfüllen. Sechzig.
treffe dich. Ist spät. Bitteschön. Ist jetzt leer. Das jetzt leer? Ah. So, ich denke, kommt jetzt kein Kunde mehr. Lass den Laden aber noch mal offen. Vielleicht bringen wir noch ein paar Cent. So, warte, ich kann ja hier die auch noch auffüllen. Die Milch, wie ich gelernt habe. Okay, aber die Folge ist, na gut, geht. Ich räume hier in der nächsten Folge weiter mit euch auf und dann starten wir den nächsten Tag. Wie gesagt, ich werde noch einen Tag spielen und dann kaufen wir uns mal das Lager. Gucken uns das einfach mal an. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber wir schauen einfach mal. So. Aber das Ding ist, wenn ich das Lager kaufe, dann muss ich ja immer ins Lager rennen, um neu aufzufüllen. Naja, ich überlege mir das nochmal. Erstmal wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.